Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Heute geht's weiter mit der Stehlen-Challenge. Und ehrlich gesagt ärgere ich mich im Moment ein wenig über mich selber. Ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnern könnt, aber im letzten Teil habe ich so groß damit geprahlt, dass die liebe Mia jetzt ja verhütet und dass wir sie deshalb öfters mal ein Techtelmechtel machen lassen können. Jetzt habe ich mir gedacht, wir schicken Mia trotzdem mal vorsichtshalber auf die Toilette, weil sie, bevor ich angefangen hat aufzunehmen, diese Babywindel über dem Kopf hatte. Und jetzt sitzt sie da auf der Toilette, macht den Schwangerschaftstest und allein schon die Animation dauert hier viel zu lange. Und Mia erwartet schon wieder ein Baby. Das heißt also, dass die Verhütungsmethode, die ich für Mia angewandt habe, nicht funktioniert hat. Falls ihr euch fragt, wie das Ganze funktioniert, und zwar ist das, glaube ich, über den Relationship and Pregnancy Overhaul von Lumpinyu. Wie gesagt, darüber hat sie verhütet. Und hier sehen wir auch, dass sie schwanger geworden ist, obwohl sie halt hier verhütet hat, mit dieser Einstellung. Finde ich jetzt nicht so toll, dass Mia halt schon wieder ein Baby erwartet, weil ich halt vorhatte, dass Mia jetzt hier endlich mal weiterkommt in dieser Karriere, aber nicht so schlimm. Wir müssen jetzt da durch und müssen jetzt mit Mia das Bestmögliche aus der Schwangerschaft machen. So, ich habe jetzt hier einmal Geburtstagskerzen hinzugefügt, habe jetzt eigentlich gehofft, dass wir die irgendwie wegstellen können, aber nein, Mia, du kannst hier bitte da ein... Obwohl, nimm dir einfach da ein Stück. Und dann werden wir schauen, ob Tobias noch hier irgendwo in der Nähe ist. Okay, Tobias dreht sich dort hinten irgendwie im Kreis. Ich werde ihn einmal hier zurücksetzen. Und dann werde ich nochmal schauen, ob wir hier die Kamera fokussieren können. Okay, er ist hier unten. Conny darf sehr gerne böse Taten nicht mögen. Und jetzt ist der liebe Tobias, ja, auf und davon, wahrscheinlich nach Hause. Wer weiß... Vielleicht hat ihm das Techtelmechtel nicht so gefallen, aber wir werden jetzt hier einmal auf die Toilette gehen und dann werden wir uns jetzt hier schnell ins Bett machen, bevor die Kinder von, ja, der lieben Ella kommen und uns jetzt hier ein Bett wegnehmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn die liebe Conny Geburtstag hat. Der nächste Morgen hat begonnen und was könnte schöner sein, als am Tag seines Geburtstags mit einem lockeren Zahn aufzuwachsen. Den kann Conny sich, nachdem sie gegessen hat, direkt einmal rausziehen. Und dann würde ich dann auch sagen, damit Conny halt nicht nochmal in die Schule muss, obwohl wir könnten es eigentlich danach machen. Aber ich habe dann immer Angst, dass die Sims immer älter werden, dass sie dann halt die schlechte Erinnerung haben, dass ihr Geburtstag vergessen wurde. Sie hat auch jetzt hier ein neues Gefühl mit mir. Ich weiß nicht, warum ich es nicht öffnen kann, aber egal. Deshalb werden wir jetzt hier die liebe Mia einmal aufstehen lassen. Ihr geht ziemlich gut, sie ist sehr inspiriert. Von dem Baby habe ich gerade gelesen. Ja, unser Baby wird das Beste von allen sein. Ist das nicht süß, dass sie jetzt halt, ja, dann trotzdem, ja, das Gefühl hat, dass das neue Baby das Beste von allen sein wird? Vielleicht liegt es aber auch an Tobias. Vielleicht ist es auch der richtige Partner für sie, dass sie sich halt dadurch mehr unterstützt fühlt oder wie auch immer. Auf jeden Fall schauen wir mal ganz kurz. Okay, sie kommt erst ins zweite Trimester bald. Jetzt werden wir schauen, was die liebe Conny hier ihrer Mama zu sagen hat. Und dann werden wir jetzt hier uns einmal etwas wünschen. Und die liebe Mia geht dann natürlich auch hier hin, denn sie soll den Geburtstag von der lieben Conny ja nicht verpassen. Somit wird die kleine Conny dann zum Teenager. Dann schauen wir mal, was das zufällige Merkmal sagt. Sie ist kindisch, das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Und jetzt können wir ja, also es ist theoretisch eigentlich egal, was für ein Bestreben wir nehmen, weil die liebe Conny, ja, weil wir sie halt nicht aktiv spielen werden. Aber ich denke mal, da sie ein Teenager ist, passt eigentlich eins dieser Teenager-Bestreben ganz gut hier rein. Könnten wir sagen, dass sie zielorientiert ist, weil sie halt auch ein Genie ist, dann dürften ihr die Aufgaben nämlich viel, viel schneller von der Hand gehen. So, liebe Conny, dann mach du auch bitte einmal die Aufgaben oder wo bist du hin? Okay, sie geht zur Schule, obwohl sie eigentlich heute frei hätte. Aber egal, das macht uns nichts. Wir werden dann jetzt hier den Kuchen versuchen zu stehlen. Wir schauen mal, ob das hier funktioniert. Okay, das ist ziemlich dumm.
Ich habe nicht gesehen, dass Sergio hier steht. Na gut. Aber wir schauen jetzt mal, ob wir hier den Guten vielleicht ein wenig, ja, dazu beeinflussen können. Also, dass wir das Geheimnis teilen. Hey, sag das nicht nochmal zu mir, aber ich kenne dein Geheimnis, lieber Sergio. Und du willst ja mit Sicherheit nicht, dass Ella das erfährt. So, wir haben ihn jetzt mit dem Geheimnis konfrontiert. Und obwohl Ella jetzt hier im Zimmer mit drin ist, werden wir dann jetzt hier auch einmal unter Böseweiß, glaube ich, ihn einmal erpressen. Lieber Sergio, rück dein Geld raus und dann ist dein Geheimnis bei mir sicher. Und somit haben wir einmal 100 Simoleons gemacht und dann werden wir natürlich hier nochmal, obwohl ich glaube, wir können gar nicht versuchen, das Ganze hier nochmal zu stehlen. Können es aber mit dem Magiezauber nochmal probieren. Und dann werden wir natürlich gehen. Aber wir werden uns natürlich hier auch nicht die Freude nehmen lassen und werden dann jetzt hier auch einmal... Obwohl, eigentlich hat Ella uns ja eher nicht erwischt, sondern eher Sergio. Deshalb werden wir jetzt hier vielleicht nochmal schauen, ob wir hier vielleicht nochmal ihn nochmal erpressen können. Nein, aber wir werden ihn dann einmal ein wenig beleidigen. Du hast mir gar nichts zu sagen, du mit deinem komischen Geheimnis. Und dann werden wir dann jetzt hier auch diesen Haushalt verlassen und werden uns zur Familie Schneider begeben. So, Mia ist jetzt hier schon im neuen Haus angekommen und hat jetzt hier auch schon einen Einbruch erfolgreich gestartet. Wir werden jetzt hier einmal in die Küche gehen und werden uns jetzt hier eine schnelle Mahlzeit holen. Und wir haben ein neues Geheimnis erfahren. Okay, irgendwie gehen die Geheimnisse nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, ich muss auch nicht unbedingt sehen, was dort drin steht. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Und Mia, bitte beeil dich mit deinem Hummus-Sandwich. Ich weiß, du magst kein Kochen. Ich weiß, ja, ist nicht so dein Ding, das Kochen. Aber ich weiß nicht, warum ich mir jetzt hier kein, ja, Sandwich nehmen konnte. Pack einmal das Lunchpaket aus und iss es einmal. Und dann guckst du bitte, dass du einmal hier nach draußen irgendwo hingehst. Einmal hier hinten hin. Denn dann kann der Gute, der hier wohnt, dich nicht dafür, ja, haftbar machen, dass du hier eingebrochen bist. Denn er wird gleich dann auch hier auftauchen und das wollen wir ja nicht. So, dann schauen wir mal, ob du vielleicht hier auch noch irgendwas anderes machen kannst. Du könntest ja zum Beispiel einmal versuchen, oder was heißt versuchen, geh doch bitte einmal hier in den Busch rein und mach dort einmal ein ärgerliches Häufchen. Und dann werden wir natürlich dann gleich auch wieder zurück zur Familie gehen, denn wir müssen hier nämlich noch etwas abstauben. Ich weiß nicht, wir können das hier einfach versuchen zu stehlen. Mia, ich weiß, dass du einen guten Zauber hast und wir haben es einfach von draußen gestohlen, ohne dass es jemand gesehen hat. Wie cool ist das denn? Ich wusste nicht, dass das geht, finde ich aber sehr, sehr nice. Natürlich müssen wir dann jetzt hier erst einmal hier hingehen, dann stellen wir uns der guten Lia Schneider einmal vor. Und vielleicht hat die gute Lia ja auch eine Badewanne, wo Mia so ein bisschen entspannen kann. Was ich definitiv noch vorhab, ist von Pandasama, also von demjenigen, der hier den Childbirth-Mod herausgebracht hat, der hat auch eine Option drin jetzt, dass man, oder schon etwas länger, dass man auch das Gender Revival machen kann. Und das würde ich gerne mit Mia machen, dass sie halt wenigstens so ein klein wenig, ja, was von der Schwangerschaft hat. Ja, dass wir das dann deswegen machen. Und dann werden wir jetzt hier einmal ein Schaumbad nehmen, damit Mia hier etwas entspannen kann. Ich weiß, sie wird jetzt gleich meckern. Hör auf, das dulden wir hier nicht. Aber Mia hat dann wenigstens ein wenig Entspannung. Und dann werden wir jetzt hier auch eiskalt nochmal den lieben Tobias einladen, damit er jetzt hier auch gleich erfahren wird, da ist er ja schon, dass er nochmal Vater wird. Tobias, du wirst Papa. Ja, es war auch anders, wie ich es mir vorgestellt habe. Denn die Verhütung hat hier definitiv versagt. Und jetzt werden die beiden auch streiten, sehe ich gerade. Was? Mia und Tobias sind keine besten Freunde mehr? Aber nicht, weil sie sich jetzt hier gestritten haben, oder? Na gut, wenn es so ist, dann sei es halt so. Und jetzt geht sie definitiv nochmal zu Tobias und möchte mit ihm jetzt hier ein wenig reden. Wir spotten dann hier einmal über sein Outfit und werden dann jetzt hier trotzdem hier einmal noch versuchen, mit ihm ein wenig freundlich zu interagieren. Und versuchen es nochmal, ob er nicht Lust hat auf ein Techtelmechtel in der Dusche.
Aber das hat er abgelehnt. Und ich würde sagen, so wie die beiden sich jetzt zerstreiten, lassen wir die Familie Frost auch nochmal zurück. Im nächsten Teil werden wir dann die Familie Schneider ausrauben. Und wir werden dann auch mal schauen, vielleicht können wir da auch dann noch schon mal das Gender Revival machen. Wenn ihr Vorschläge oder Anregungen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss.